Im Krieg, heißt es, stirbt die Wahrheit zuerst. Militärs und Journalisten belauern sich, seit das erste Mal über eine kriegerische Auseinandersetzung berichtet wurde. Diese Leute sollen uns nicht etwa helfen, die Wahrheit herauszufinden. Sie sollen uns bei der Berichterstattung behindern. At this point, all coalition land units are conducting humanitarian assistance. Man sieht hier die fruchtbare Spannung zwischen denen, die Informationen suchen, und denen, die Informationen besitzen. Im ersten Irakkrieg legte das Pentagon eine Arroganz an den Tag, die dem amerikanischen System fremd ist. Patriotismus, nationale Interessen und mehr oder weniger realistische Sicherheitserwägungen beeinflussen die Stories, die von der Front mitgebracht werden. Wenn eine Nation in den Krieg zieht, liefern sich Medien und Militär oft harte Kämpfe um Zugang und Zensur und letztendlich um die Wahrheit. Ich bin sehr skeptisch in Bezug auf das Verhalten der Regierungen im Krieg. Da für sie so viel auf dem Spiel steht, können sie der Versuchung zu lügen kaum widerstehen. Eigentlich ist die Zensur dazu da, unser eigenes Volk zu schützen. Ich meine, Zensur ist in 99 von 100 Fällen lächerlich. Von meiner Warte aus gesehen sind Radio und Fernsehen eine intelligente Möglichkeit, in Kriegszeiten Informationen zu übermitteln. Sei es den Feinden, anderen Regierungen, den Bürgern anderer Staaten, die sich dafür interessieren, was wir tun, und natürlich auch unserer eigenen Bevölkerung. It is a known residence that is used by Saddam Hussein and his sons. Der Kampf um die Informationskontrolle ist nichts Neues. Im Zweiten Weltkrieg soll ein amerikanischer Zensor gesagt haben: Von mir erfahren die Dreckskerle erst etwas, wenn der Krieg vorbei ist. Und dann sage ich ihnen, wer gesiegt hat. Wie ist das mit der Wahrheit, wenn ein freies und demokratisches Land in den Krieg zieht? Wenn die Entscheidung, Krieg zu führen, gefallen ist, appellieren wohl alle Regierungen an den Patriotismus ihrer Bürger, denn sie brauchen deren Unterstützung. Aber wie ist das bei den Medien? Welche Rolle sollte Patriotismus bei der Kriegsberichterstattung spielen? Wenn Sie mir eine offene und direkte Antwort erlauben, keine. Ich betrachte mich als einen patriotischen Engländer und Briten. Ich möchte, dass Großbritannien in der Welt glänzt. Aber zu diesem Glanz darf es nicht auf schlechte Weise gelangen. Ich möchte seine Fehler nicht mit Gewalt ans Licht zerren, aber ich will sehen, dass diese Fehler korrekt an die Öffentlichkeit gebracht und geahndet werden, weil dies einem Land entspricht, in dem ich leben möchte. Ein Land, das ehrlich mit sich selbst ist, das sein Bestes tut, um sich anständig zu verhalten und das, wenn dies nicht der Fall ist, die notwendigen Schritte unternimmt. Das ist der hieb- und stichfeste Beweis, dass Osama bin Laden chemische Waffen produziert. Man möchte am liebsten sagen, dieser Hurensohn. Etwas Beängstigendes macht sich heute breit. Ein Teil der Medien fühlt sich nicht mehr zu einem unparteiischen Journalismus verpflichtet, sondern ergreift Partei. Es ist ein, wenn Sie so wollen, fremdenfeindlicher, chauvinistischer, fähnchenschwenkender Journalismus. Ungeachtet all dieser Kritik hatte ein Sender mit fähnchenschwenkendem Journalismus einen Riesenerfolg. Mit einer schamlos pro-amerikanischen Berichterstattung führte Fox News im letzten Golfkrieg die Einschaltquoten bei den Nachrichtensendungen an. In puncto Patriotismus bin ich ambivalent. Ich bin ein stolzer Amerikaner und liebe mein Land. Aber die Amerikaner sind etwas patriotischer als nötig.
Das war eine interessante Kraft in der Weltgeschichte. It has been an interesting force in the world history. Im Verlauf der Weltgeschichte wurden Patriotismus und Chauvinismus, also übersteigerter Nationalismus, oft verwechselt. Im Zweiten Weltkrieg stellten nur wenige, die auf der Seite der Alliierten berichteten, die Rechtmäßigkeit der Kämpfe in Frage. Die Alliierten und insbesondere die Briten führten während des Krieges eine strenge Zensur durch. Um sie zu umgehen, konspirierten einige amerikanische Offiziere mit den Reportern. Heute kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen. Aber ein Colonel der 8. Air Force Public Relations rief jeden von uns einzeln an, als er herausfand, dass am nächsten Tag ein Luftangriff gegen Deutschland geplant war. Er gab ein nicht sehr einfallsreiches Codewort aus, das besagte, dass morgen Post geliefert würde. Als ob das nicht jeder, der zuhörte, verstanden hätte. Können Sie sich sowas heute vorstellen? Einige der Pentagon-Leute tun sich schon schwer, einen Luftangriff im Nachhinein zuzugeben. Am Anfang genossen die britischen Journalisten nicht die gleiche Freiheit wie ihre amerikanischen Kollegen. Aber als General Eisenhower in Vorbereitung auf die Invasion in der Normandie oberster Kriegsherr des alliierten Expeditionskorps wurde, befahl er allen Offizieren, britischen wie amerikanischen, den Berichterstattern größtmöglichen Spielraum beim Einziehen von Nachrichten zu gewähren. Sie sollten frei mit den Soldaten sprechen und die Kriegsmaschinerie im Einsatz beobachten können. Ich arbeitete während des Zweiten Weltkriegs für die Army-Zeitung Stars and Stripes. Und General Dwight Eisenhower sorgte dafür, dass wir frei von Einmischungen waren. Die Generale sind nicht allmächtig. Jeder hätte gern Einfluss darauf genommen, was in unserem Blatt über seine Einheit stand. Aber Eisenhower ließ uns absolut freie Hand zu schreiben, was wir für Wahrheit hielten. Und nein, wir standen nicht unter Druck, in keiner Weise. Und das war eine herrliche Sache. Patton versuchte, die Stars and Stripes zu beeinflussen. Er mochte Bill Maldens Cartoons nicht, weil Malden sich über ihn lustig machte. Patton versuchte, die Zeitung aus seiner Armee zu verbannen. Und Eisenhower sagte, bitte, George, lass das. Please, George, back off. Good morning, Vietnam. Offiziell war es überhaupt kein Krieg, da die Vereinigten Staaten Nordvietnam tatsächlich niemals den Krieg erklärt hatten. Als Folge davon hatte das Pentagon laut Verfassung gar kein Recht, den Journalisten eine Zensur aufzuerlegen. Darüber hinaus wurde der Kampf um den Zugang der Reporter frühzeitig durch einen glücklichen Zufall entschieden. Damals, 62, versuchten sie uns von allem fernzuhalten. Aber dann kam Ivan Slavic dazu, der Kommandeur der ersten bewaffneten Hubschrauberstaffel in Vietnam. Er hatte vom Pentagon die Anweisung, die Bedeutung der Hubschrauber für das Militär zu verkaufen und Reportern gegenüber entgegenkommend zu sein. Und so waren wir bei jeder Schlacht dabei. Das hat uns den Zugang verschafft. Die Folge, bei so ziemlich allen Einsätzen waren Reporter vor Ort. Es war nicht schwer, in Vietnam mit dem US-Militär zusammenzuarbeiten. Sie waren unvorstellbar kooperativ, als ich als junger Fernsehkorrespondent auftauchte, und nahmen mich überall hin mit. Sie waren sogar erfreut, wenn man bei ihrer Einheit blieb. Wegen dieser ausgezeichneten Beziehungen wurde die Berichterstattung über Vietnam, wie man manchmal im Sport sagt, hautnah und persönlich. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Going down to shoot my lady.
Von Anfang an waren die Reporter in Vietnam auch Zeugen der Auseinandersetzung zwischen den kämpfenden Truppen und dem obersten Militär in Saigon und Washington. Ich dachte, es wäre eine große Story. Ich würde über eine Auseinandersetzung berichten. Es war aber eine zweifache Auseinandersetzung. Einerseits der Konflikt zwischen südvietnamesischer Armee inklusive amerikanischen Beratern und dem Vietcong und andererseits der Streit zwischen den amerikanischen Soldaten, die versuchten, eine Wahrheit zu sagen, die ziemlich pessimistisch war, und ihren Vorgesetzten. Das Ganze wurde als Pressekrieg bezeichnet, aber es handelte sich um eine Auseinandersetzung innerhalb des Militärs, die Männer im Feld gegen die in Saigon. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Mitte der 60er waren die Reporter in Vietnam genauso gespalten wie das amerikanische Volk. Es gab Falken und Tauben, auch in jedem Sender. Es gab solche, die den Krieg für eine gute Sache hielten, die hinauszogen und unseren Jungs in Vietnam zujubelten. Und dann gab es Reporter, die unter dem Krieg litten und die politischen Ziele in Frage stellten, Antikriegsreporter. Das ging so weit, dass sie anders aussahen, sich anders kleideten. Sie wohnten in anderen Hotels, sie besuchten andere Bars. Es gab zwei Pressekorps. Eines war für den Krieg, das andere dagegen. Wenn die Antikriegsreporter schrieben, was die Politiker und die Militärs nicht hören wollten, konnten ihnen durchaus Repressalien drohen. Ich war immer nahe dran, ausgewiesen zu werden. Ich dehnte die Grenzen dessen, was sich ein Journalist bei einer amerikanischen Tageszeitung Mitte der 60er erlauben konnte, so weit aus, wie ich konnte. Damit meine ich nicht nur die drohende Ausweisung, sondern auch meine Bosse in New York, die sich über den wachsenden Pessimismus und Ärger, den ich in Washington hervorrief, verunsichert fühlten. Es gipfelte schließlich darin, dass der Präsident der Vereinigten Staaten den Verleger aufforderte, mich abzuziehen. Und sein Nachfolger Lyndon Johnson, der sich trotz seiner vielen schwerwiegenden Verpflichtungen auch die Zeit nahm, Minister für Wahrheit und Patriotismus zu sein, bezeichnete meinen jungen Kollegen Neil Sheehan und mich als Landesverräter. Und sie versuchten tatsächlich, meine Karriere zu ruinieren. Es kam zu systematischen Angriffen auf meinen Patriotismus, meine Person, meine Männlichkeit. Gezielte Gerüchte sollten mein Ansehen schädigen. So deuteten sie an, dass ich aus einer linksgerichteten Familie kam. Es war wirklich hässlich und erbarmungslos. Je mehr der Vietnamkrieg zum Debakel wurde, desto mehr gerieten Regierung und Militär in Erklärungsnot. Jeden Abend fand in Saigon eine offizielle Pressekonferenz statt. Viel Neues bekamen die Reporter dort nicht zu hören. Sie hatten zwar den vollen Zugang zur Front, aber ihrer Berichterstattung wollte das Pentagon durchaus seinen Stempel aufdrücken. Schon bald hatten die Veranstaltungen einen bösen Spitznamen weg. Die Journalisten nannten sie 5 o'clock follies, die 5 Uhr Verrücktheiten. Die 5-Uhr-Verrücktheiten in Vietnam brachten Dinge wie die Totenzählung. Damit wollte man zeigen, dass wir siegten, dass wir die Oberhand hatten, dass der Vietcong geschlagen war und sich zurückzog. Und das war natürlich keineswegs wahr. Der Mann, der Sie um 5 Uhr öffentlich angelogen hat, ist mit Ihnen um 7.30 Uhr zu Abend, als wäre nichts geschehen.
Es war eine Art Spiel, ein bizarrer Tanz. Meine erste Reaktion war, ehrlich gesagt, das sind ein paar junge Reporter, die von der Kriegsberichterstattung keine Ahnung haben. Einer will dem anderen beweisen, wie knallhart er mit den Presseoffizieren umgehen kann. Das war mein erster Eindruck. Als ich dann länger dort war, als ich selbst sah, was los war, da wurde mir klar, wie extrem einseitig die Armee über das Geschehen berichtete. Es stand im völligen Gegensatz zu dem, was ich mit eigenen Augen gesehen hatte und zu dem, was unsere Leute die ganze Zeit erlebt hatten. Und ich begriff, dass es sich hier nicht um die Angeberei von Neulingen handelte, sondern um echten Zorn. Trotz allem Optimismus, den die 5 Uhr Verrücktheiten verbreiteten, am Ende triumphierte der Vietcong und marschierte in Saigon ein. ...1975, als die Amerikaner gedemütigt aus Vietnam abzogen, sahen sich viele Militärs nach einem Sündenbock um. Das Militär, vor allem die Stabsoffiziere, die in Vietnam gedient hatten, waren überwiegend der Meinung, es wäre die Schuld der amerikanischen Presse, dass die Vereinigten Staaten den Krieg verloren hatten. Was aber in keinem der offiziellen Berichte der Streitkräfte erwähnt ist. Als sich Panama, Grenada und dann der Irak anbahnten, hatten viele dieser Stabsoffiziere entschieden, dass es besser sei, wenn man die Presse von den Kampfhandlungen fernhielt. Good evening. Tonight a naval confrontation between Britain and Argentina looms in the southern Atlantic. Doch es waren die Briten, die als erste die sogenannte Vietnam-Lektion in die Tat umsetzten. 1982, der Falklandkrieg. God save the Queen. Fast jeder, mit dem ich im frühen Stadium des Falklandkriegs gesprochen habe, tischte das Vorurteil auf, die Amerikaner hätten Vietnam der Medien wegen verloren. Und sie wollten jetzt nicht den gleichen Fehler begehen. Dazu kam die britische Tradition, sich nicht so leicht in die Karten blicken zu lassen. Niemals würden wir, wie die Amerikaner, die Medien an militärischen Operationen teilhaben lassen. In den Falklands wurde man an der Quelle zensiert. Es wurde nicht nur zensiert, was man sagte. Sie überwachten jeden Schritt. Befand man sich auf einem britischen Schiff, in einem britischen Camp, bei einer britischen Einheit, war man ihr Gefangener. Man konnte keinen Schritt tun, keine einzige Nachricht senden, ohne ihre Erlaubnis. Damals war man überzeugt, absolute Geheimhaltung sei das Beste. Erst allmählich ahnte man, dass es so etwas wie faire Berichterstattung gab, im Gegensatz zur Propaganda. Man hatte einen Aufpasser, der einem überall hin folgte. Der überarbeitete den Text zuerst, dann wurde er dem nächst höheren Offizier gereicht, dann dem Captain, dann dem Verteidigungsministerium. Erst wenn ihn alle zensiert hatten, wurde er freigegeben. Widerspruch gab es nicht. Einmal schickte ich meinem Redakteur die Nachricht, mein Text ist zensiert. Und der Zensor strich das Wort zensiert. Alles, was ankam, war, mein Text ist. So drastisch war das. Kurze Zeit später erfuhr ich von einem Offizier an Bord, der uns als Informant diente, dass sie auf dem Weg in den Südatlantik schon beim Passieren der Scilly-Inseln, das ist nur 40 Kilometer von Cornwall entfernt, ein Signal vom Marinehauptquartier in Northwood empfangen hatten. Und dieses Signal lautete Diet, das Codewort für Lass die Presse verhungern. Ich darf nicht sagen, wie viele Flugzeuge an dem Angriff teilgenommen haben, aber ich habe sie bei Abflug und Landung gezählt. Alle Piloten waren unverletzt.
Es wurde der berühmteste Satz des Krieges. Brian Hanrahan trickste den Zensor aus, um zu berichten, dass kein britisches Flugzeug abgeschossen worden war. Wie ist es dazu gekommen? Es war der erste Kampfeinsatz. Die Flugzeuge starteten von der Hermes zu einem Bombenangriff und sie kamen alle zurück. Ich wollte schreiben, dass alle 12 Flugzeuge wohlbehalten zurückgekommen sind. Aber man sagte mir, nein, Sie können die Anzahl der Flugzeuge nicht bekannt geben. Ich sagte, Sie wissen es doch. Und darauf Sie, nein, Sie wissen es nicht. So strich ich den Satz durch und schrieb in der Eile nur Zählen drüber, denn ich hatte mir noch nichts anderes überlegt. Und dann, eine Stunde später, als ich mich ans Telefon setzte und die Meldung durchgeben wollte, stieß ich auf diese Lücke in meinem Text. Alles war ordentlich ausformuliert, bis auf die Phrase mit dem Wort Zählen. Und so ist der Satz entstanden. Die Briten bestimmten nicht nur alles, was die Journalisten über die Kriegsführung sagten oder nicht sagten, sie nutzten auch ihren Einfluss auf die Presse, um Falschmeldungen zu verbreiten. Sie schoben uns eine Reihe von Informationsbrocken unter, die wir übertragen sollten, von denen sich aber später herausstellte, dass sie nicht der Wahrheit entsprachen. Die bekannteste Meldung war die über einen Bomber, den sie den ganzen Weg von Großbritannien zu den Falklands geschickt hatten, um den Flughafen zu bombardieren. Sie zeigten uns Luftaufklärungsfotos. Sie deuteten drauf und sagten, sehen Sie, das ist die Landebahn und sie wurde kurz und klein geschlagen. Und natürlich brachten wir diese Meldung, ich und auch Brian Hanrahan, dass der Flughafen von Port Stanley durch diesen beachtenswerten Einsatz zerstört worden war. Sie wissen, 15.000 Meilen Flugstrecke und nur eine Bombe. Natürlich war nichts davon wahr. Von mehreren Bomben hatte nur eine das Ende der Landebahn getroffen. Aber wir haben es der Welt berichtet. Nur die Argentinier beeindruckte das nicht, denn sie wussten ganz genau, was wirklich passiert war. Die 29 Journalisten, die zu den Falklandinseln reisen durften, waren alles Briten. Als ihre amerikanischen Kollegen ein Schiff heuern wollten, um zum Kriegsschauplatz zu gelangen, drohte die britische Regierung, das Schiff könnte in die Luft fliegen. Die Journalisten, die es zu den Falklandinseln schafften, waren ihren militärischen Gastgebern oft ein Dorn im Auge. Nach den Falklands hielten mich einige für den Lieblingsjournalisten der Armee, was völliger Unsinn war. Für eine Menge Soldaten und Offiziere war ich der unbequemste Journalist, weil ich meinen Kopf durchsetzen wollte. Sie aber verlangten, dass ich blieb, wo man mir befohlen hatte. Auf Schlachtfeldern habe ich oft ältere Soldaten erlebt, die aus ihrer Journalistenverachtung keinen Hehl machten. Uns würde es an der Disziplin, der Opferbereitschaft und der Selbstlosigkeit fehlen, die erforderlich seien, wenn man einen Krieg gewinnen will. Wir stellten Egoismus, Ruhmsucht und Eigennutz zur Schau. Den meisten Soldaten ein rotes Tuch. In Port Stanley sagte der kommandierende Offizier der Luftlandeeinheiten zu mir, Ihr Leben ist mir gleichgültig, aber Ihretwegen hätten gute Menschen zu Tode kommen können. Und zwar dann, wenn sie Ihnen zu Hilfe gekommen wären, falls die Argentinier sie erschießen wollten, was sie verdient hätten. Für das Militär und wohl auch für die Politik war der Falklandkrieg durch den eingeschränkten Zugang, den die Journalisten hatten, und die strenge Zensur, ein beinahe ideales Modell. In den nächsten Kriegen, in die Amerika verwickelt war, griff das Pentagon darauf zurück. The assault on Grenada came just before dawn. Fierce fighting was reported and a US helicopter. Grenada, Oktober 1983. Als Amerika das erste Mal nach Vietnam in den Krieg zieht, steht es nicht einmal zur Debatte, den Journalisten ähnliche Freiheiten zu gewähren, wie sie in Südostasien selbstverständlich waren. Näher als auf die benachbarte Insel Barbados dürfen die Reporter nicht an das Geschehen heran. Völlig ausgesperrt in Grenada, in Panama und noch mehr im ersten Golfkrieg. Krieg, wie ihn viele Militärs und Politiker der Welt präsentieren möchten. Cool, perfekt und nicht ein Toter zu sehen.
1991 der erste Golfkrieg. Über 1600 Journalisten berichten über den Konflikt. 400 von ihnen dürfen sogar in das Einsatzgebiet. Allerdings müssen sie sich einem sogenannten Nachrichtenpool in der Wüste anschließen. Der wird von 150 militärischen Presseoffizieren überwacht. Und als es endlich losgeht, sorgen die Aufpasser dafür, dass die Korrespondenten dem Kampfgeschehen so fern bleiben wie möglich. Nicht ein einziger Reporter durfte bei den Truppen sein, als sie schließlich in Richtung Bagdad zogen. Wieder wurden wir ausgeschlossen, was eigentlich der Verfassung widerspricht. Die Rede- und Pressefreiheit in unserer Verfassung bedeutet doch, dass die Regierung dem Volk gegenüber offen ist. Und in diesem Fall wäre das besonders wichtig gewesen, wenn eine Regierung ihre jungen Leute verpflichtet, gegen eine feindliche Nation zu kämpfen. Aber wir hatten keinen Reporter dort. Sie ließen nur ein paar dieser sogenannten Pool-Reporter und Kameraleute rein, denen sie dann aber die Hände banden. Es war lächerlich. Als Editor, I got one thing wrong. Als Herausgeber habe ich bei unserer Berichterstattung über den ersten Golfkrieg Fehler gemacht. Und zwar habe ich behauptet, dass es nicht realistisch sei zu glauben, Journalisten dürften sich nach ihrem Gutdünken frei auf den Schlachtfeldern bewegen. Dass es eine Abmachung geben müsse zwischen Behörden und Medien, um Journalisten bei bestimmten Einheiten zu akkreditieren. Und dass man auf diesen Handel eingehen müsse, um die Informationen zu erhalten, die wir wünschten. Darin hatte ich mich getäuscht, denn die akkreditierten Journalisten durften sich dem Kampfgeschehen nicht einmal nähern. Man kann einer Regierung einfach nicht trauen, ihren Teil der Vereinbarung einzuhalten. Dabei befürworte ich grundsätzlich, dass eine Regierung das Recht hat, der Öffentlichkeit militärische Informationen vorzuenthalten, wenn ihre Veröffentlichung Menschenleben gefährden oder kosten könnte. Andererseits kenne ich keine Regierung, die der Versuchung widerstand, nicht nur wichtige militärische Informationen zu verheimlichen, sondern auch solche, die für sie politisch peinlich sein könnten. Trotz zur Schau getragener Offenheit können Journalisten den Informationen, die man ihnen gibt, nie völlig trauen. Als Maßstab der Effektivität unserer Luftangriffe habe ich diese beiden Faktoren herausgestellt. Ich habe sie gewaschen und so können Sie sie nicht verstehen, weil ich nicht möchte, dass die Iraker sie verstehen. Aber vertrauen Sie mir. Die Alliierten wussten, in der Welt der 24-Stunden-Nachrichten über Satellit kann man die Medien als Waffe missbrauchen, um den Feind zu verwirren und auf eine falsche Fährte zu führen. Ich war auf einem der Leitschiffe, der HMS Gloucester. Und hinter uns befand sich einer der größten Flugzeugträger der Welt, mit 3000 Marineinfanteristen an Bord, nebst Landeausrüstung. Ich war mir sicher, dass wir darüber nicht berichten durften. Aber man gestand uns die Meldung zu, dass dieser riesige Flugzeugträger Invasionstruppen an Bord hatte. 3000 Marineinfanteristen. Mit dem plötzlichen Auftauchen dieses mit enormer Feuerkraft ausgestatteten Kampfverbandes hatten die Iraker niemals rechnen können. Damit wurde vom Meer aus eine zweite Front eröffnet und viele tausende irakische Soldaten gebunden. Natürlich bestand niemals die Absicht, diese Truppen landen zu lassen. Aber dadurch wurden viele irakische Soldaten gebunden. Saddam musste sie an der Küste belassen, weil er in unseren Berichten ständig hörte, dass mit einer Invasion vom Meer her zu rechnen war. "1990 war es das Ziel des Militärs, uns vom Krieg fernzuhalten. Wir, mein Kameramann und ich, reisten von Dachran die Küste hinauf nach Kufji. Zwei Tage nach Kriegsbeginn sahen wir, dass die dortige Ölraffinerie brannte. Die Iraker hatten sie gesprengt. Die saudischen Truppen waren geflohen und die US-Marineinfanteristen standen unter schwerem Beschuss." Bob Simon in Saudi Arabia begins our coverage. Bob? Saddam Hussein has long promised an unstoppable inferno of oil. Today,
Nachdem sie ihren Bericht über die brennende Ölraffinerie gesendet hatten, beschlossen Bob Simon und sein Team weiterzuziehen. Wir sahen uns anderswo an der Grenze um. Diese paar Saudis, die wir antrafen, erklärten, die nächsten Iraker seien 5 Kilometer weit entfernt. Und so gingen wir in dieses Niemandsland, um sagen zu können, wir berichten hier aus dem Niemandsland, worüber ich nicht besonders stolz bin. Plötzlich fuhr ein Jeep mit schreienden Irakern auf uns zu, und der Rest war nicht Geschichte, sondern 40 Tage lang Elend. Bei CBS versucht man alles, den Verbleib der 4 Reporter zu klären. Nach einer Minute vielleicht, höchstens einer Minute, spürte ich eine Hand im Nacken und den Lauf einer Waffe an meinem Bauch. Und dann wurden wir zum Jeep geführt. Aber die Kraft, etwas nicht wahrhaben zu wollen, ist ungeheuer. Und so waren meine ersten Gedanken im Auto: Hey, ich habe eine Riesen-Story, aber wir fahren in die falsche Richtung. It's back that way. We're going the wrong way. Baghdad Radio said today the 4 were seized in northern Saudi Arabia because they had entered the area illegally. Several of the officers had been to the States. Einige der Offiziere waren in den Staaten gewesen. Viele Iraker haben in den Staaten studiert und sie waren sehr nett zu uns. Wir unterhielten uns über amerikanische Musik, amerikanischen Sport und dann, ohne Vorwarnung, prügelten sie auf uns ein. Da war uns klar, dass dies kein Picknick würde. Hier könnten wir uns nicht herausreden. Und die Straße, auf der wir fuhren, wurde bombardiert. Die Hände waren uns mit Handschellen am Rücken gefesselt worden. Sie saßen sehr eng und schmerzten. Gleich am Anfang der Fahrt beklagte ich mich und sagte: Bitte mach die Handschellen lockerer, sie sind zu eng. Und der Kerl zog sie nur noch fester an. Immer wieder sagten sie, sie würden uns im irakischen Fernsehen zeigen. Der Gedanke gefiel uns, denn uns quälte nichts mehr als die Vorstellung, dass keiner etwas von uns gehört hatte. Verstehen Sie, dass unsere Angehörigen uns womöglich für tot hielten. 40 Tage später kamen Bob Simon und sein Team dank massiven internationalen Drucks frei. Dies ist eine Geschichte, die auch anders hätte enden können, aber sie ging gut aus. Wir gehen nach Hause, dort, wo man nach einem Krieg hingeht, wenn man so viel Glück hatte wie wir. Manchmal versucht das Militär, über Journalisten zu Informationen zu gelangen. Bernard Shaw von CNN gehörte zu einer kleinen Gruppe von Korrespondenten, die über den Beginn des ersten Golfkriegs aus der Hauptstadt Bagdad berichteten. 2 Tage später reiste er in das benachbarte neutrale Jordanien aus, wo ein unerwarteter Besucher auf ihn wartete. Bevor ich nach dem Telefon greifen konnte, um meiner Frau zu melden, dass ich sicher in Amman gelandet war, sagte der Chef des Büros: Bernie, dieser Mann dort drüben wartet schon seit Stunden auf dich, der kann einem Angst machen. Es war ein Offizier des US-Militärgeheimdienstes, ein Major in Zivil. Er sagte: Mr. Shaw, ich möchte einiges über die Dinge erfahren, die Sie in den letzten Tagen gesehen und gehört haben. Und ich sagte: Major, ich möchte Sie nicht kränken, aber ich habe Ihnen nichts zu berichten. Ich bin kein Soldat, ich bin Journalist. Er sagte: Hätte Ihnen Ted Turner befohlen, mit mir zu sprechen, dann wäre es vielleicht anders. Ich sagte: Major, auch wenn mein Boss Ted Turner mir das befohlen hätte, würde ich nicht mit Ihnen sprechen. Ich erzählte von dieser Begegnung bei einer Pressekonferenz mit ungefähr 125 Reportern, unter anderem von der Associated Press, der United Press International und Reuters, und sie alle brachten Stories darüber. Ich wurde von einer Menge konservativer Leute in den Vereinigten Staaten heftig angegriffen, darunter auch Charlton Heston. Er sagte: Für wen hält sich Bernie Shaw eigentlich? Für die Schweiz? Trotz Bernard Shaws Neutralität verbuchten die Alliierten im ersten Golfkrieg einen raschen Sieg.
Es sollte das letzte Mal sein, dass die Medien so streng überwacht werden konnten. Das ist die Nachrichtenredaktion der neuen Kraft im Medienpark des 21. Jahrhunderts, Al Jazeera. Zum ersten Mal haben westliche und von arabischen Staaten kontrollierte Nachrichtensender einen Rivalen, der ihrer Sicht der Weltereignisse unzensierte Bilder aus einer arabischen Perspektive entgegenhält. Osama bin Laden nutzt den Sender gerne, um Stellungnahmen abzugeben. Sie dürfen nicht vergessen, dass wir ein neues Phänomen sind. Bevor wir existierten, also vor dem November 96, waren die panarabischen Medien in hohem Maße den Behörden unterworfen. In anderen Worten, sie unterstanden der Zensur. Al Jazeera hat die Leute plötzlich mit einem anderen Blickwinkel konfrontiert. Al Jazeeras anderer Blickwinkel zeigt Bilder, die in westlichen Medien als inakzeptabel gelten. Leider ist Krieg nicht sauber. Krieg schafft Blutbäder und Tod. Unschuldige Menschen geraten in die Schusslinie. Das können wir nicht abstreiten. Wer das tut, lebt auf dem Mars. Ich glaube, wir würden unsere Zuhörer täuschen, wenn wir diese Aspekte des Krieges ignorierten. Wenn wir uns nur inhaltlich äußerten, dann würden wir mit verschlossenen Augen Berichte und Stellungnahmen abgeben, die nicht wahr sind. Obwohl der Westen Al Jazeera der Parteilichkeit bezichtigt, behauptet der Sender, auf beiden Seiten gleichermaßen unbeliebt zu sein. Das irakische Regime und die Koalitionskräfte konnten sich über nichts einigen, außer dass sie Al Jazeeras redaktionelle Ausrichtung missbilligten. Wir sind nicht nur von den Amerikanern und den Briten belästigt worden. Unsere Leute wurden von den irakischen Behörden eingeschüchtert, als sie in Bagdad einzogen. Es gab Morddrohungen, Festnahmen und Misshandlungen durch die Iraker. Einigen unserer Reporter wurde angedroht, ihnen die Gliedmaßen abzutrennen, die Zungen herauszuschneiden. Als der zweite Irakkrieg vorbereitet wurde, erkannte die Koalition, dass ihre Strategie, die Medien von den Kriegshandlungen auszuschließen, zum Scheitern verurteilt war. Interessanterweise misst das Militär jetzt dem, was es als den totalen Informationskrieg bezeichnet, mehr Bedeutung bei. Es will die Herzen der zu Hause gebliebenen gewinnen, als Sieger gesehen werden. Der Krieg ist nicht gewonnen, bis diese Statue von ihrem Sockel gestürzt wird. Und das sehen Sie im Fernsehen. Die Generale brauchen das Fernsehen für ihre Anhänger, wie die Familien der Soldaten, die unter ihnen kämpfen. Sie nennen es die Root Hurricane, durch die irakische Wüste, weil sich diese Streitmacht sehr schnell bewegt. Aber es ist immer noch ein langer Konvoi. Das ist die neue Strategie der westlichen Koalition. Mehr als 700 Reporter leben und reisen mit den militärischen Einheiten. Wir traten an die eingebetteten Reporter heran und sagten, wir werden Partner für euch sein in einer Einheit, in einer Staffel, an Bord eines Schiffes, wo auch immer. Aber ihr müsst euch an gewisse Vorschriften halten. Wir werden euch einen außergewöhnlich freien Zugang zum Kriegsgeschehen gewähren, sogar zu geheimen Einsätzen. Aber ihr müsst euch an diese Vorschriften halten. Diese Beziehung ist auf Vertrauen aufgebaut. Vertrauen ist etwas anderes als Kontrolle. Natürlich ist es in gewisser Weise eine Kontrolle, aber geteilte Kontrolle. Und das ist ein hoher Grad an Kontrolle. Trotz Kontrolle, viele aus Medien und Militär halten das Einbetten für einen großen Erfolg. Der zweite Baustein in der Informationsstrategie bestand aus täglichen Briefings, die gewöhnlich von General Vincent Brooks abgehalten wurden, in einem eigens dafür gebauten Studio in Katar. Ich glaube, wir alle müssen erkennen, dass es in dieser globalisierten Welt für jede Information zahlreiche Abnehmer gibt.
ob sie nun ins Internet gestellt wird, in der Zeitung steht oder gesendet wird. Und aufgrund dieser Erkenntnis sollten wir auch in Betracht ziehen, welche wichtigen Meldungen an alle möglichen Konsumenten übermittelt werden müssen. Doch es gab unter den Zuhörern bei den täglichen Briefings auch einige, die den Wert dieser Übung in Frage stellten, die sie mit den 5-Uhr-Verrücktheiten aus dem Vietnamkrieg verglichen. Ich bin Michael Wolff vom New York Magazine und ich möchte nach dem Sinn dieser Briefings fragen. Das Informationsmaterial, das wir erhalten, wurde größtenteils bereits vom Pentagon veröffentlicht. Was hat das für uns für einen Wert? Was erfahren wir in diesem Millionen-Dollar-Pressezentrum? Ich hatte bereits Beifall, danke. Über den Wert wird es immer Meinungsverschiedenheiten geben. Aber das positive Echo, das ich von verschiedenen Gruppen erhalten habe, kann durchaus mit denen konkurrieren, die es für Zeitverschwendung hielten. Meine Aufgabe war es, wahrheitsgemäß zu berichten, was bei der Operation vor sich ging, die Dinge im Zusammenhang zu lassen und gleichzeitig die globale Natur der Umgebung im Auge zu behalten, in der wir operierten. Okay, thanks very much, ladies and gentlemen. Boy's life is slipping away as we watch. Sarajevo is a formal town, so we thought a navy blue vest. Wenn sie sich nicht mit Militärs oder Politikern herumschlagen, um Zugang zu bekommen, Zugang zu Informationen, Zugang zur Wahrheit, dann müssen die Kriegsberichterstatter noch eine andere Hürde nehmen. Und das sind die Bosse zu Hause. Sie reden von Pressezensur und redaktioneller Kontrolle. Und ich wette, dass jeder Kriegsberichterstatter bei diesem Thema aufstöhnt, dass der wirkliche Krieg nie im Fernsehen gezeigt worden ist und auch nie gezeigt werden wird. Die Saubermänner haben ernst gemacht. Es ist jetzt sehr schwierig geworden, über die Realität des Krieges zu berichten. Ihre Argumente habe ich jahrelang immer wieder gehört. Was man zeigt, sind Helden in Uniform und die schwere Artillerie. Das alles ist sehr spektakulär, vor allem die Seegefechte, sehr spektakulär. Aber was nicht gezeigt wird, ist die andere Seite. Sie sehen die gewaltigen Explosionen, aber nicht die verstümmelten Zivilisten und auch kaum einen Soldaten sterben. Sie gewinnen den Eindruck, der Krieg sei ein großartiges Videospiel und eine kostenfreie Methode, Differenzen beizulegen. Das ist ungeheuer gefährlich und von Grund auf unwahr. Ich glaube, dass diejenigen von uns, die sozusagen an der Heimatfront als Redakteure gearbeitet haben, viel bewusster sind, wenn auch nicht unbedingt sensibler, aber dass sie viel bewusster den Druck der öffentlichen Meinung erkannt haben. Zum Beispiel in puncto Ansichten über guten Geschmack, die übrigens sehr verschieden sind und die Diskussion darüber ist sehr wichtig. Aber was schmeckt eigentlich dem Zuschauer? Palatable. To the audience. Ich glaube, eines der letzten großen Tabus im heutigen Fernsehen ist der Tod. Die Diskussionen über den Augenblick des Todes sind sehr ungewöhnlich. Ich selbst habe zwei Beispiele erlebt. Wir wurden von Redakteuren aus London angerufen, die fragten, war diese Person tatsächlich tot, als ihr sie gefilmt habt, oder war sie noch am Leben? Seht ihr das nicht? Nein. Was spielt das dann für eine Rolle? Das spielt sehr wohl eine Rolle. Verstehen Sie, wäre er noch am Leben gewesen, wäre es in Ordnung. Gewiss, ich liefere die Bilder. Ich erinnere mich noch, nach dem Golfkrieg von 1990 war ich auf dem Weg in Richtung Norden, nach Basra. Ich traf auf ein ITV-Team. Auf der rechten Seite der Straße lag eine Gruppe von toten irakischen Soldaten. Wilde Hunde aus der Wüste rissen sie in Stücke. Einer rannte mit einem Menschenarm zwischen den Zähnen davon und die Finger zogen eine Spur durch den Sand. Sie rissen den Toten die Bäuche auf, um zu fressen. Verlauste Hunde. Ich sah, wie das ITV-Team das filmte und sagte, das kriegt ihr nie auf Sendung. Ich weiß, das ist nur fürs Archiv, war die Antwort.
Aber es sollte gesendet werden. Die Regierung glaubt, das könnte man nicht bringen, das sei wieder die guten Sitten. Wir müssten die Toten respektieren. Wir respektieren die Toten nicht. Wir wollen die Leute daran hindern, diese Bilder zu sehen, denn dann würden sie nie wieder einen Krieg befürworten. Und wir brauchen eine Bevölkerung, die Kriege befürwortet, wenn wir es für nötig halten. Als wir zu den Falklands aufbrachen und Portsmouth verließen, befand ich mich an Bord der Hermes. Ein Wald von Union Jacks. Eine Kapelle spielte. Frauen zogen die Büstenhalter aus und warfen sie ihren Freunden an Bord der Schiffe zu. Großartig. Wunderbar. Aber auf die Folgen waren sie nicht vorbereitet. Auf die Leichensäcke, die zurückkamen. Die Särge, die eingeflogen wurden. Sie wollten nicht sehen, wie diese Männer, denen sie zugejubelt hatten, starben. Denn wenn man stirbt, fällt man nicht mit einem Seufzer nach hinten. Man wird von einem Schrapnell zerfetzt. Und eine Granate kann den Körper eines Menschen furchtbar herrichten. Aber das darf nicht gezeigt werden. Und ich halte das eigentlich für ein Kriegsverbrechen. Denn dadurch wird es akzeptabel, Menschen in die Schlacht zu schicken.